Da geht es hier direkt darunter hierher. Das heißt, wir können hier robotiert durch. Und da sind wir ja zum Glück mit Mulandir endlich durch. Auf meinen Befehl. Folgt mir. Das ist das Einzige, was hier da noch rumgeistert, die Medusen. Ja, sofort! Mir nach! Also ja, Mulandir ist immer noch so schrecklich, wie ich es in Erinnerung mir habe. Mir nach! Vorwärts! Ich bin nur jetzt ein bisschen fähiger, durchzukommen. Sofort! Wobei ich jetzt noch ein bisschen anders in Erinnerung hatte. Da war eigentlich viel mehr Lava und viel mehr schmale Wege. Schnell! In meiner Erinnerung. Sofort! Schnell! Vorwärts! Vorwärts! Und los! Mir nach! Ich hoffe mal, der Spalt hat auch ein Seelenfels, sonst wird's und doof. Los! Schnell! Und los! Zur Ehre Aonirs! Verstärkt die Deckung! Zu Befehl, verstanden. Schlagt sie zurück! Für das Licht! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Auf mein Kommando! Vorwärts! So, das folgt mir! Udo. Folgt mir! Und ja, da ist ein Seelenfels. Schnell! Und los! Und los! Auf meinen Befehl! Mir nach! Zum Angriff! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! So. Oh, Ork und Trollsachen. Und noch mehr Orksachen. Und Trollsachen. Und eins. Zu euren Diensten. Alles klar. Und das Portal zum Spalt. Ja, wir haben keine Trollrune. Macht das also etwas schwieriger. So, wir haben allerdings neue Ork-Sachen. Einmal den Brander. Ja, das ist Feuermagier. Und den Trommler. Unterstützungseinheit. Gebäudemäßig, was haben wir? Jagdhaus. Ein Jagdhaus, eine Schmelze, okay. Also die Schmelze dahin. Das Jagdhaus dahin. So, mittleres Haupthaus dahin. Keulenschnitzer Schmiede. Ich würde sagen, da die Ruhmeshalle. Ich glaube, das Schnitter-Set ist der Lenia-Sammler von denen, also kommt das mal da vorne hin. Ruhmeshalle und Blutheiligtum. So. Trollsachen. Da
Raufbold, schlechter sind die einfachen Nahkämpfer. Zerbalbar klingt nach ein bisschen stärkeren. Und der Werfer ist ein Fernkämpfer, ja. Steinbruch. Und Holzfällerhütte. Weil die brauchen wie die Menschen beide Ressourcen. Jagdhütte, kleines Haupthaus, Keulenschnitzer und Steinwerkstatt. So. Trolle wird noch ein bisschen dauern, bis wir die benutzen können. Zumal wir keine Rune haben. Und das letzte, was wir dann kriegen, sind die Dunkelelfen. So, das heißt, wir können jetzt... Nein, nicht die alte Universität. Sondern den Säulen Platz nehmen. Und ihm mal den Splitter geben, den wir sowieso schon haben. Und dann werden wir wahrscheinlich erstmal nach Fadumsheim aufbrechen. Habt ihr etwas gefunden? Ich habe ein Bruchstück des Kunstwerks. Zeigt her! Hier ist der Splitter des tanzenden Frühlings. Ihr konntet ihn diesen Dieben entringen. Nun wird er wieder seinen rechten Platz einnehmen. Ja, der ist... ziemlich happy darüber, den Stein jetzt wieder zu haben. Also so, wie er gerufen hat. So, das heißt, die alte Universität... Und dann geht es jetzt ab nach Pfarnonsheim. Yay. Zu unserem ersten orkigen Gebiet. Bei dem Spalt machen wir als letztes. So, Questbuch wurde aktualisiert. Ja, wir stehen in Fahlumsheim. Wolf und Drache. In Fahlumsheim streiten die Heere der Roten Legion und der Brea-Wölfe um die letzte große Wasserquelle der Region. Sprecht mit den Leuten der Roten Legion über die Lage. Gut, machen wir das mal. Mal gucken, ob er so unterwegs was töten oder fressen will. Flitmortain. Wer seid ihr? Weist euch aus! Ein Gesandter des Ordens. Was geht hier vor? Krieg zwischen den Armeen der Roten Legion und den Brea-Wölfen. Wir kämpfen um die Vorherrschaft und die Wasserquellen in diesem Land. Seid ihr nicht der, der den Gottwall befreit hat? Ja, ich bin dort bereits euren Leuten und den Brea-Wölfen begegnet. Dann führt euren Kampf fort. Es gibt Runenmonumente in diesem Land. Kämpft an unserer Seite. Gemeinsam können wir die Brea-Wölfe endgültig vernichten. Was ist das für ein Land? Man nennt es Fahlonsheim. Der Name stammt von dem Handelsposten der Freihändler. Er liegt an dem See in der Mitte des Landes. Der See ist die letzte große und beständige Wasserquelle in dieser Region. Für uns allein würde das Wasser reichen. Doch seitdem die Brea-Wölfe hier sind, wird jeder Tropfen mit Blut bezahlt. Und wir haben Standbild.
Das finde ich nicht gut. Das finde ich sowas von gar nicht gut. Ich mach mal kurz einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich musste jetzt gerade ungefähr 20 Minuten Zeug nachholen. Oh. Kleine Hütten. Ja. Alles, was wir seit dem letzten Save gemacht haben, musste ich nochmal machen. Also die Drachlinge killen zum Spalt. Die Untoten killen. Die Pläne wieder alle einsortieren. Ja. Und hierher latschen. Wer seid ihr? Ein Gesandter des Krieg? Ja. Dann. Was ist das? Man nennt es. Der See ist die letzte. Jetzt müssen wir kämpfen, bis nur noch eine Gruppe übrig ist. Noch ist der Kampf unentschieden. Wir kontrollieren den Osten, die Bria-Wölfe den Westen. Der Norden ist Drachenland. Dorthin wagt sich niemand. Ein paar Mal hatten wir die Wölfe schon weit zurückgeschlagen, aber die Verteidigung ihres Hauptlagers ist einfach zu stark. Ihr habt uns auf dem Gottwal einen großen Dienst erwiesen. Unser Kommandant wird euch sicherlich sehen wollen. Eure Macht kann uns helfen, die Wölfe ein für alle Mal zu vertreiben. Ja, und irgendwie stürzt das hier immer ab. Okay, bin gleich wieder da. So, und da sind wir schon wieder. Ist wieder abgestürzt. Ich glaube, wir dürfen Wer nicht seid zu lange ihr? Mit ein ihm Krieg? Reden. Ja. Dann. Was? Jetzt müssen ein paar. Ihr habt uns auf den. Ja, okay. Gut. Das hätten wir. Der Wolf und der Drache vernichtet das Hauptlager der Bria-Wölfe. Sucht einen Weg, die Verteidigung der Bria-Wölfe zu schwächen. Die Bria-Wölfe bedrohen die Siedlung der Roten Legion und die Freiheit des Handelsposten. Um diesem Land endgültig Frieden zu schaffen, müssen diese brutalen Söldner verschwinden. Die Truppen der Roten Legion berichten, dass die Verteidigung der Bria-Wölfe schier unüberwindbar ist. Ein direkter Angriff auf die Hauptlage würde wahrscheinlich scheitern. Vielleicht gibt es einen Weg, ihre Verteidigung zu schwächen. Hm? Und ja, von hier aus sehen wir schon das Ork-Monument. Gehen wir mal von der anderen Seite. Ah, ihr seid es. Wo finde ich euren Kommandanten? Wo finde ich euren Kommandanten? Kommandant Halikos ist in unserem Hauptquartier, südöstlich von hier. Okay. Und ja, nach jeder Frage mit ihm speichere ich jetzt erstmal. Nicht, dass er irgendwie verbuggt ist und wenn man zu lange mit ihm redet, ah, ihr seid aufhängt. Es. Gibt es hier Runenmonumente? Es gibt eins unten im Tal, nahe dem Handelsposten. Ein hässliches Ding mit einer Orkstatue drauf. Eine Orkstatue? Was würden eure Leute tun, wenn ihnen plötzlich Orks zur Hilfe eilten? Sie würden es wahrscheinlich als Angriff verstehen und die Orks niedermachen. Alter Hass, versteht ihr? Ja, so etwas hatte ich befürchtet. Dann werde ich meine Armeen von den Euren fernhalten müssen. Gut. Das ist auch sehr wichtig zu wissen, dass die unsere Orks angreifen würden, wenn sie sie sehen. Ah, ihr seid es. Wo finde ich Farlorn? Folgt dem Weg ins Tal. Sein Handelsposten liegt in der fruchtbaren Senke in der Mitte des Landes. Farlorn ist neutral. Ihr werdet dort auf keinerlei Schwierigkeiten stoßen. Es ist der letzte sichere Fleck in diesem Land. Okay. Habt ihr etwas über einen Dieb namens Armun gehört? Ein windiges kleines Wiesel. Es gibt niemanden hier in den Düsterlanden, der ihn nicht sucht. Er hat sich unter Farlorns Fittichen verkrochen. Das ist allerdings schon eine Weile her. Fragt Farlorn am besten selbst nach ihm. Ich wette, dieses Wiesel hat sich schon längst wieder aus dem Staub gemacht. Okay. Gut. Ja, Kommandant Halikor. Das hier ist ein Bria-Wölfe Außenposten. John Farlorn, Rigor Mortis. Kennen wir dich nicht irgendwo hier?
Auf jeden Fall kommen wir leicht in die Senke hier. Wenn wir jedoch zum Kommandanten wollen, müssen wir uns wahrscheinlich durch die Briarwolves durchkämpfen oder die Briarwölfe. Ja, immer dieses Deutsch-Englisch hin und her. Briarwölfe klingt halt ein bisschen komisch. Kriegerstahlhelm und grünes Juwel ist okay.